Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Wir sind auf dem Weg zu den botanischen Gärten, um dort eine weitere Spur zu verfolgen, die uns jetzt Harley gegeben hat. Sie ist übrigens jetzt sicher eingesperrt, also ich glaube nicht, dass sie da so schnell rauskommt. Ja, das Glas sieht auch irgendwie besser aus, oder? Mit den neuen Effekten hier. Schön. So, warte mal. Gibt's hier eigentlich noch was? Ich habe ja die Schatzkarte gefunden quasi. Ja, ich weiß, ich hätte hier noch 4 Sachen gehabt, ich hätte hier noch 1. Dann hätte ich wohl alles gefunden. Aber das mache ich dann ein anderes Mal. Das mache ich dann offcam für mich und werde es euch dann präsentieren im Bonus-Part. Ich habe dich schon gesehen vorher, du Schwein. Ich habe nur gewartet, wann du kommst. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt da noch nur so eine Spruchrolle. Nee, nicht Spruchrolle. Wie heißt das? So eine Audioaufzeichnung von Zaz gehabt. Och nee, jetzt rennt die hier draußen rum. Kranke Sau. Guten Abend, Bewohner der Anstalt von Arkham. Einige unserer verrückteren Gäste haben die Party schon viel ausgefunden. Und wenn ich verrückt sage, meine ich Psycho. Eine Warnung. Wenn einer einen sabbernden Verrückten sieht, der den Mond anhält oder wie ein Kätzchen schnurrt, dann tut eure bürgerliche Pflicht. Geht zu ihnen, legt den Arm um sie, zeigt ihnen, dass ihr euch um sie kümmert, bevor ihr ihnen den Hals umdreht. Okay. Und dann bewegt eure faulen Hintern in die Gärten. Ich bereite eine kleine Überraschung vor und will nicht gestört werden. Verstanden? Und bam. Oh, jetzt echt hier die ganzen kranken Typen rausgelassen, oder? Ihr blöden Säcke. Was fällt euch ein? Gerade die sollt ihr nicht rauslassen. Na gut, ich meine, die sind berechenbarer als die anderen, schätze ich mal. Aber trotzdem. Oh, guck mal, das Laub, wie das hochfliegt. Ist das cool? Das hatte ich ja vorher alles nicht, Leute. Ihr habt es ja gesehen. Ich hatte die Physik die ganze Zeit aus, weil es halt nicht sehr angeraten war mit meinem alten PC. Der hätte wahrscheinlich sonst wieder ganz tolle Freezes veranstaltet. Nicht mit Mr. Freeze, aber so richtige schöne Freezes eben, dass er hängen bleibt und ganz kaputt geht im Endeffekt. Du weißt doch, wie man eine Karte liest, oder Detektiv? Der ist sowieso kurz vor dem Exitus, aber was soll's. Schau mal, da ist noch was. Warte mal. Oh, ist das cool, Leute. Jetzt kann ich hier alles nochmal untersuchen mit dem kryptografischen Sequenzer. Heißt er so? Ich sag einfach Sequenzer, dann bringe ich mich da nicht irgendwie in Schwulitäten. Nein, das hat nichts mit homosexuell zu tun übrigens, falls das wieder jemand denkt. So wie letztes Mal, als ich das sagte. Ach, der hängt da. Der hängt da einfach mal. Ah, das ist geil. Die sind so richtig schön krank. So, warte mal. Hier muss noch eins sein. Ja, da hinten wahrscheinlich. Ja, komm, das mache ich jetzt mal. Ihr habt ja gesagt, ihr seht das gerne, wenn ich hier so ein bisschen rumstromere und einfach mal suche. Und mir macht es auch Spaß, muss ich sagen. Es ist erfrischend. Mal nicht nur dem Hauptpfad zu folgen. Ich denke mal, wir sind eh schon recht weit. Batmobil! Batman. Okay. Lass mich mal schauen. Da müssen noch zwei sein. Ach so. Das eine brauche ich da dieses Sprenggel für die Wand wahrscheinlich, dass ich dann rumsplatzen kann nach oben. Ach guck mal, da sehe ich doch noch was. Die habe ich aber schon, oder? Diese Platte. Ich glaube, die hatte ich ja schon fotografiert. Also ja, ich sag's fotografieren dazu, also knipsen hier so cheap. Habe ich schon, gut. Und ich finde auch gut, dass er die nach der Reihe vorliest. Ansonsten wäre es ja ein bisschen außerhalb so, wie es gedacht ist. So, da sind noch 2 Stück. Sind die da drinnen oder ist es hier irgendwo? Ich muss immer noch Zaz Arbeit finden. Was für eine Arbeit, frage ich mich halt, ne? Ach, guck mal, da brauche ich wahrscheinlich den Sequenzer wieder, aber... Der reicht doch... Aua! Der reicht doch gar nicht so weit. Och, Mann, oh, wahrscheinlich krieg ich da noch ein Upgrade oder so. Womit ich dann weitere Entfernungen hacken kann, quasi. Aber sehen wir dann. So, hier muss noch was sein. Da oben ist noch ein Eingang. Da oben, seht ihr? Komme ich da hin? Habe ich überhaupt so einen langen Reich... Nee. Lall. Ach, da ist er.
Ja, spiel mal mit dem Scheinwerfer, der ist eh kaputt. Nicht, dass du dich verbrennst, Kumpel. Komm ich da irgendwie rauf? Guck mal, da unten vielleicht. Ach, guck mal, da ist ja noch eins. Haha. Seht ihr mal. Mit der Schatzkarte ist das alles ein bisschen einfacher. Ich frage mich immer noch, wo ich hier Sass Arbeit finden soll. Das stelle ich mir doch ein bisschen komplizierter vor. Da ist noch was, da ist noch was. Okay, komm, die hole ich mir jetzt auch noch, die zwei. Wir kommen schon noch zu den botanischen Gärten diese Folge, von daher, keine Sorge. Machen Sie sich keine Sorgen. Okay, das Wasser sieht jetzt nicht so hübsch aus. Also ich meine jetzt so von der Reinigkeit, das sieht ein bisschen schäumig aus. Da wollte ich nicht drin planschen, ehrlich gesagt. Ach, guck mal, ich sehe es doch da drüben, da ist doch was. Das ist eine Kante. Oh, da komme ich nicht ran. Da komme ich auch nicht ran. Hier ist noch was. Ja, toll. Ja, okay. Nee, komm, dann gehe ich jetzt zu den Gärten. Das macht hier keinen Sinn. Ich komme hier einfach noch nicht weiter. Was wäre jetzt die schnellste Möglichkeit? Hier durch, oder? Oder ich hole mir hier noch ein paar Schätze. Ach komm, nee. Hier durch jetzt. Ja, nee, da bin ich ja mal gespannt. Es muss noch ein paar Tools geben, wie schon erwähnt. Ihr seht es hier in meinem Bettzubehör. Noch drei Items fehlen, schätze ich mal. Ich denke, das wird einmal dieser Schallbatterang sein, den ich noch skillen kann. Und dann wahrscheinlich irgendwas mit dem Gel noch, ne? Hi. So. Ruhe im Karton. Was, sind Sie zufrieden mit Ihrem Körper? Was reden die da? Ich höre es gar nicht. Ich sehe es nur am Text. Ach so. Sag mal, schändet der gerade den Hinterkopf von Quinns Statue? Oh. Sag mal, die sind ja nicht ganz sauber, ne? Das haben wir schon festgestellt. Aber dass die überhaupt nicht sauber sind. Okay, dann kriege ich da nicht runter. Die sind so kaputt, die Viecher. Da fangen die einfach mal an, da oben auf einer Statue rumzujuckeln. Was fällt denn denen ein, sag mal? Ich glaube, grüner wird's nicht. Ja, Die Anwendung des Antitatprogramms haben alle Erwartungen weit übertroffen. Auf diese unerwartete Nachfrage hin habe ich es für alle Mitglieder meines Personals zur Pflicht erklärt. Aber ich sag Quinn, ich meine doch Quincy, nicht Quinn. Ja, egal. Ihr wisst schon, wen ich meine. Hab keine Angst. Ich weiß, ihr habt Geschichten von Mutationen und monströsen Nebenwirkungen gehört. Ja, haben wir. Aber das beunruhigt mich auch ein bisschen, Joker. Poison Ivy. Ah, die liebe Efeu. Das Gift Efeu. Ist ein sehr passender Name. Ja. Ach, guck mal, hier konnte ich vorher nichts machen, weil da die Typen mit ihren Gewehren waren. Jetzt kann ich hier den Boden schön aufsprengen. Und. Arm. Wunderbar. Was haben wir noch? Da muss noch was sein. Okay, schauen wir mal. Es müsste hier irgendwo an der Seite sein. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ach, da! Komm's, knipst. Sehr schön. Der Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Der Mörder meiner Familie verschied bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle wohl leider weitergehen. Ich verstehe ja, dass er es nicht leicht hatte, aber dass man dann sowas macht und die Leute einfach umbringt. Ich sag ja lieber Sicherheitsverwahrung, wegsperren, nie wieder rauslassen. Das ist zwar auch nicht unbedingt netter, aber ja, das sind ja alles verrückte Mörder und so weiter. Ich meine, lieber das als anderes, ne? Finde ich. Na gut. Geschmackssache. Ach, da komme ich gar nicht herauf. Warte mal.
War hier nicht irgendwo eine Lücke drin? Ja, sehr gut. Ich glaube, ganz oben war ich auch noch nicht auf dem Glockenturm hier. Ähä. Ach, guck mal, ich will da unten noch rumrennen. Alles noch... Ne, diese Silhouetten. Ach, guck mal, da habe ich sie ja. So, warte mal, was haben wir noch hier Schönes? Bling, 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 bling. Was ist das? Okay, die Psyche von Arkham. Letzte Chronik. Die Trophäe. Okay. Ja, das war's wohl. Okay. Ach, hier sehe ich die ganzen Gebiete. Wow. In der Intensivbehandlung habe ich ja noch einiges vor mir. Aber ich denke jetzt mit dem Sequenzierer... Oh Gott, ist das noch viel. Und die Villa. Zuchthaus haben wir fast alles. Arkham West. Seht ihr mal, ich habe mir das noch gar nicht alles angeguckt. So, also hier ist was. In den botanischen Gärten und hier. Ja, ich weiß, es mag jetzt vielleicht ein bisschen wie Zeitschinden vorkommen, aber... Oh, guck mal, wie cool. Mal sehen, wie weit ich komme. Oh, nee, 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 nicht runter, nicht runter. Ja, es ist ein bisschen die Flugzeugsteuerung. Wenn ich nach unten drücke, dann zieht er nach oben. Yay. Cool, oder? Oh, Night Glider habe ich bekommen. Was? Ja, weil ich hier einfach mal lang geglitten bin? Ist ja geil. Da oben muss noch was sein, Leute. Ja, ja, ja. Machst du wieder Faxen da unten? Nee, warte mal, hier in dem Vorraum muss noch was sein, oder? Nee, genau hier muss was sein. Hi. Peng. Irgendwas muss hier noch sein. Giftmüll. Warte mal, was fehlt mir denn überhaupt noch? Die Zähne fehlen mir noch. Ein Arkham, ein Tonband und ein Fragezeichen. Dann muss hier irgendwo vielleicht noch so ein Arkham-Geist sein. Ihr habt irgendwann mal geschrieben, ich hätte was übersehen, aber das konnte ich schon gar nicht mehr nachvollziehen, weil es halt schon ein bisschen her war. Was ist das denn hier? Ach komm, ist ja auch egal. Zwei Fragezeichen soll es hier noch geben, also zwei Riddler-Rätsel. Nö, da ist nichts. Nee, komm, Leute, das mache ich dann off-cam. Wie gesagt, ich werde einen Bonus-Part bringen auf jeden Fall und dann sehen wir, was passiert, wenn ich hier durch bin. Aber letztendlich wollte ich ja unbedingt noch in die Gärten kommen, diesen Part. Mal sehen, was da so geht. So. Nee, das war... Hä? Manchmal ist es ein bisschen... Oh, das ist ja ganz schön frickelig hier. Hallo? Fällt gleich das Pad aus der Hand, so sehr brummt das gerade, aber es ist nicht richtig grün. Alter Schwede, sag mal. Da. Das ist echt ein Millimeter. Boah. Ist das mal krass. Das war echt ein Millimeter eben. Millimeterarbeit, das einzustellen. Und da ist das Tonband. Dies sind private Notizen von Dr. Young. Titan ist ein Erfolg. Sogar meine Finanzierungsprobleme haben sich nach den unerwarteten Spenden von Mr. White gelöst. Joker hat ebenfalls ein bemerkenswertes Interesse an einer Heilungschance gezeigt. Wenn der Proteinbindungsprozess abgeschlossen ist, werde ich... Dr. Young, sind Sie fertig? Oh ja, ja, kommen Sie rein. Sie verletzen meine Gefühle, Doc, wenn Sie mich so warten lassen. Nimm Platz, Sie können uns allein lassen. Sind Sie sicher? Uns geht's gut. Oder, Joker? Oh ja! Also, wenn Sie drauf bestehen, ich bin draußen, okay? Also ist er hier? Ist Ihr Patient X angekommen? Ja, ich muss sagen, wir kommen schneller voran, als ich dachte. Aber lassen wir das. Reden wir über dich. Nein, reden wir lieber über Ihr Titan-Projekt. Mein was? Woher weißt du... Woher ich weiß, dass Sie bei Ihnen auf einen Tisch im Keller geschnallt haben, während Sie ihn leer pumpen? Glauben Sie mir, wenn ich sage, ich habe geraten? Also irgendwie gibt's hier doch zu viele V-Männer. Die sind da immer nur am Spitzeln und geben Informationen weiter an Leute, die eigentlich nichts damit anfangen oder die die Information nicht erhalten sollten, finde ich. Also gerade Joker, der weiß viel zu viel, was das hier angeht, finde ich.
Ach, das war's schon wieder. Ja, gut. Ach, das waren die zwei Geheimnisse und ich suche da unten wie blöde. Na gut. Jetzt aber Botanischer Garten. Schon wieder ein Upgrade. Sag mal, bald habe ich ja schon alle. Ich weiß nicht. Trifft das auch hierzu? Man kann es halt schlecht beurteilen. Oh, guck mal. Durch die Vergrößerung der effektiven Reichweite des kryptografischen Sequenzes kann Batman Kontrollpunkte außerhalb seiner Reichweite manipulieren und in ansonsten unerreichbare Gebiete vordringen. Und das hier, die Dechiffrierung wird erleichtert. Ich nehme erstmal die Reichweite. Nächstes Mal nehme ich dann die Einfachkeit der Dechiffrierung. Ja, ich sehe das immer so, wenn man alle Upgrades hat, dann ist man fast durch mit dem Spiel. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, dass es doch so kurz ist. Also was heißt kurz? Wie viele Parts habe ich denn jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Aber ich würde halt gern mal wieder ein Let's Play-Projekt mit 30 Parts füllen. Also das wäre schon schön. Die letzten Let's Play-Dinger waren alle so kurz. So 10 bis 20, ne? Ihr wisst ja. Extrem kurz. Oh. Ich sollte Harley Quinns Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titan-Produktionsstätte keine Zeit verschwenden. Okay. Oh Mann. Die haben die einfach so wieder hintrapiert, ne? Ach so. Du beginnst mich zu beeindrucken, Batman. Du wirst eines Tages ein Niveau erreichen, das nur etwas unter meinem liegt. Ach, die Schnauze. Ich werde nie so verrückt sein wie du. Das ist ja geil hier. Mir gefällt vor allem die Farbgebung. So grün-blau, ne? Ihr wisst ja, sind so wirklich die Farben, auf die ich stehe. Oh, da habe ich noch einiges vor mir. Eieiei. Okay, kriegen wir hin. Und gleich noch ein Tonband. Patientengespräch Terminal Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Ich weiß nicht, also auch wenn sie die ganze Menschheit umbringen will, ihre Ziele sind doch sehr ehrenvoll. Die Pflanzen eben zu retten, also ich finde das gar nicht so schlimm, wenn sie dabei nicht irgendwie jetzt ein Genozid an der gesamten Menschheit begehen wollen würde, dann wäre das eigentlich, ja... Vielleicht so ein bisschen extremistische Greenpeace-Aktivistin ist es schon, aber... Oh, das war jetzt Glück. Ich dachte, die knallen mich wieder ab, ne? Hier, bam, bam. Wie halt immer noch mal reintritt. Das ist so übel. Nein, ich wähle dich. Zip. Außerdem finde ich ihre Stimme richtig sexy. Ah. Ist sie. So, haben wir hier noch was? Ne, gut. Da geht's direkt weiter. Mal wieder Türen, keine automatischen Tore. Oh, guck mal, wie cool das hier ausschaut. Um wie viel Uhr ist im Wunderland Teezeit? Ja, immer, oder? Oh, das ist wieder so ein Stealth-Ding und ich hab's beinahe wieder verhauen, weil ich hier durchwetze und die Jungs hier... Oh, warte mal. Batman ist so gut wie Tom. Warte doch. Seht auf den Boden! Da unten ist was und das gefällt mir nicht! Ach, ich find's super, Joker. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh Gott, wie viele sind denn das? Das sind ja einige. Ich hab ihn gefunden. Er liegt hier, hier drüben. Ja, hast du, ne? Hast du gefunden, Kerl, aber stolle Husch. Mach auf! Er ist ohnmächtig. Macht er das nur immer? Was ist hier los? Ja, ich kann das halt. So, geh mal hingucken, Kerle. Ja, danke für den Tipp, dass ich die Gegner eigentlich auch mit Batarangs anlocken kann. Okay, aber Leute, wisst ihr was? Ich weiß, das ist jetzt gerade mitten in der Action, aber das wird mir sonst zu lange dauern. Deswegen mache ich hier einen kleinen Cut. Leute, gebt mir gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat auf das Video. Ja, schreibt mir noch was Nettes drunter. Ansonsten auch gerne Kritik. Ist auch immer gewünscht. Liebe Leute, wir sehen uns dann wieder, würde ich sagen, wenn es wieder heißt Batman Arkham Asylum.